Und weiter geht es mit einer köstlich knusprigen Folge Meet Your Maker. Ey, da werde ich wieder. Da werde ich wieder unterbrochen, Leute. Ach, egal. Erst das mal ohne Kommentare, Leute. Wir werden heute die Base weiterbauen. Die hier. Aber die sieht eigentlich schon ganz nice aus, ne? Obwohl da die ganzen komischen Klötze im Weg sind, hätte ich nicht gedacht, dass sie einigermaßen cool aussehen wird. Hier ist anscheinend auch wieder ein bisschen was passiert. Wir können sogar direkt. Also, letztes Mal ist anscheinend so viel da drin passiert. Man hätte direkt zwei Prestige hintereinander hochklatschen können. Wir lassen es aber mal. Ich weiß auch nicht, warum der es geschafft hat, bis zu einem Champion aus dem Posten zu werden. Aber egal. Hier muss ich mal schöner machen. Das sieht kacke aus. Ihr wisst, was ich meine. Das sieht nicht gut aus. Ich würde sagen, wir bauen hier auf jeden Fall mal weiter. Weiter Roni. Ich knusper nebenbei was. Also, ich würde sagen, für den Anfang ist das auch eigentlich schon ganz gut. Aber wenn man dann hier reinkommt und direkt ein paar Problems hat, so, ihr wisst, was ich meine. Was soll ich denn lieber hier oben machen? Man muss ja eh hier durch. Aber so ist ganz gut, dann schießt er die hier bam, bam, durch die um die Ecke, so, ne? Ich glaube, so ist das ganz gut. Hier oben haben wir ja schon. Aber ob mir es so hundertprozentig hier gefällt. Wir haben dann ja den Bro hier. Habe ich ihn nicht auf Patrouille geschickt gehabt? Ach, keine Ahnung. Muss ich noch umändern. Das muss ich noch umändern. Ich bin gespannt, ob das am Ende eine brutale Base wird oder keine Ahnung, Leute. Also hier rechts, warte mal. War ich hier fertig? Ich weiß es gar nicht mehr. Also wir haben hier eine Sackgasse gemacht. Und hier dann Weg nach oben. Und mir wurde gesagt, ich kann doch einen Holo-Würfel hier reinbauen. Und das ist keine schlechte Idee. Ah nein. Das wollte ich natürlich nicht machen. Holo-Würfel. Aber warum? Wo ist der denn? Aber fällt das nicht auf? Müsste ich auch überall diesen hässlichen Steinboden da drin haben eigentlich, oder? Obwohl, okay, das ja. Das wird schon gut gehen. Aber der fällt dann sonst hier durch, deswegen müssten wir auf jeden Fall so eine Geschichte hier machen. Ich will eigentlich. Komme ich da nicht raus, ne? Na doch. Doch, ich komme raus. Und dann müssen wir hier natürlich auch einmal zumachen. Also sonst macht das gar keinen Sinn. Von außen wird man sich das so oder so wahrscheinlich überhaupt nicht anschauen, aber falls doch, damit das hier ein bisschen spaciger aussieht. Ach, was mache ich denn da? Was macht der gute alte Raider schon wieder? Ah doch. So. Machen wir mal so eine Geschichte hier. Zack, zack, zack und zack. Gut, hier das ist ein bisschen blöd. Das müssen wir dann so zuhauen. Und dann zack, fällt hier rein. Alles klar. Modifikation haben wir jetzt dafür nicht. Ich würde sagen, das passt dann auch soweit. Oder soll ich hier nochmal so eine Bombenfalle machen? Ich würde sagen, das können wir uns ja noch überlegen. Hier ist ja eine Sackgasse. Aber sonst sind hier noch nicht so viele Fallen, ne? Warte mal. Also das Ding ist dann hier eigentlich komplett fertig, ne? Das heißt dann nur noch hier rechts diesen Weg.
Und da müssen wir das Ganze vielleicht auch ein bisschen länger machen. Aber die Frage ist. Ja, warte mal, ich mach das. Ups. Den hier. Also, wir werden auf jeden Fall noch so einen Weg bauen. Ich muss nur überlegen. Also, hier hätten wir auf jeden Fall viel Fläche, wo wir bauen könnten. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Aber wie machen wir das hier hoch und dann. Oder hier durch? Ne, hier durch geht es nicht, aber hier würde es durchgehen. Dann machen wir das doch einfach. So, zack, zack, zack. Und dann hier wird es dann lang gehen. So. Dann bauen wir das alles auch wieder so ein bisschen enger. Immer schön eng bauen. Was ist hier? Okay, ich glaube, das wäre nicht so cool. Oder wir machen zack. Zack, sowas. Und wir müssen. Warte mal, wo habe ich gesagt, wo gehen wir lang? Oder hier? Ah, wir können auch direkt hier. Aber ne, wir müssen da lang, damit wir hier links vielleicht so eine Sackgasse bauen. Oder hier links geht es lang und hier. Rechts dann falsch. Jetzt ist die Qual der Wahl. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Obwohl, wir können auch direkt hier einen Weg bauen und hier. Machen wir das so. Machen wir das doch einfach so. Ja, das geht nicht, aber sowas geht. Müssen wir nur ein bisschen zumachen. Zack und Bremsen. Oder. Warte, wenn der hier hinkommt. Das passt noch nicht. Oder. Ah, warte mal. Vielleicht hier. Vielleicht, ob die Höhe zu hoch ist, aber ich denke nicht. Könnte man hier ja so eine Bombenfalle reinbauen. Okay, hier ist nichts. Also ich baue hier auch nichts zu. So. Das ist doch ganz nice. Oder? Ja, ich würde sagen, sieht schon mal ganz gut aus. Aber fallen die dann direkt alle runter? Müssten wir auf jeden Fall auch hier. Nee, das ist, glaube ich, zu auffällig. Vielleicht ist die Falle da nicht optimal. Ich muss das Ganze einfach mal. Ich teste das mal ganz kurz. Ich muss das einmal testen, Leute. Testen einmal von hier aus. Zack. Hallo, Test. Ich wollte schon sagen. Ich wollte sagen, es geht nicht los. Wenn ich jetzt hier stehe. Okay, die schießen. Das halt, die sind aggressiv. Alles klar. Wir kennen das hier alles. Einmal kurz den ganzen Kram hier weg. Ach Gott, ich habe selber sogar die Bombenfalle vergessen. Die könnte ganz gut sein. Und drei Wege. Beziehungsweise vier. Und was will man jetzt hier so? Oh, ich laufe weg. Okay, ein paar bleiben sogar oben. Dann sollte man aber auf jeden Fall hier noch irgendwelche Fallen haben. Ja, ich glaube, wenn man dann wieder runter geht, ja, am besten hier wäre es am besten, aber den Block, den kriegen wir nicht weg. Den kriegen wir leider nicht weg.
Oder ich müsste das hier machen. Aber hier geht das ja nicht mit den Wegen hier. Nee, das passt dann vorne und hinten nicht. Lass das erstmal so stehen. Wenn der dann hier hochkommen würde. So, bam, 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 bam. Vielleicht auch noch so eine Geschichte hier. Komm, wir machen. Ich würde sagen, ich mache eine brutale Base oder. Das wird ein brutales Ding. Wahrscheinlich. Hier eigentlich. Wenn hier so durchgehen würde und dann bim, 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 bim. Ihr wisst schon, was ich meine. Hier kann man auch eigentlich wieder. Cooles Bauen, ne? Hier kann man gut in die Irre leiten. Auch wieder zwei Wege. Würde aber sagen, der linke Weg wird der richtige sein. Oder? Ich weiß noch, ich bin mir richtig unschlüssig, Leute. Wir hauen mal die Dinger hier mal hin. Ich baue mir erstmal komplett den Boden. Hier bis hierhin. Natürlich nicht. So. Würde es das Ganze dann aussehen? Also, wo ist eigentlich. Hier ist das Teil. Ich würde sagen, ich baue auf jeden Fall schon mal eine Rampe. Aber an dem Material. Oder? Nee, außen. Außen die Verkleidung wird so sein. Innen will ich ein bisschen diese Gehirnmasse haben. Aber warte mal, was baue ich für ein Teil? Soll ich sowas hier machen? Ich würde sagen, ja. Mache vielleicht so eine Geschichte. Dann sowas. Nee. Das passt auch wieder vorne und hinten nicht. So, so. Dann noch ein drauf. Und dann so. Ich will dann oben auch so einen Bombenwerfer haben, der in beide Richtungen, ihr wisst schon was. Ihr wisst auch, was ich meine. Das aussehen. Ja, alles klar. Ich würde sagen, tak, 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 tak. Und wo geht's dann weiter? Also, wo wird es dann hochgehen? Wir müssen dann erstmal hier schauen. Hier zwei Wege, ich weiß nicht, ob sich das auch wieder dann lohnt. Obwohl einer könnte ja nach oben führen dann, ne? Dann bauen wir hier vielleicht einen Fake-Weg hin. Hier ein Fake-Weg, ist das gut? Ich meine, hier haben wir auch noch ordentlich Platz, ne? Ich glaube, wir werden das hier machen. Ich mach's mir jetzt mal in der Gehirnmasse. Bauen wir hier so ein Ding hin? Bis wohin? Hier hätten wir auch noch Platz. Sag ich mal so ein bisschen so ein Labyrinth-Style. Das geht natürlich nicht. Ich bin schon verrückt, ne?
schon ein bisschen durchgedreht irgendwie. Mittlerweile. Hier könnte es ja auch irgendwo hingehen, ne? Rein theoretisch. Sollen wir hier auch irgendwas? Nee, einfach hier kommt nur eine Sackgasse hin, würde ich sagen. Hier wird eine Sackgasse sein. So, einmal außen ein bisschen verkleiden, damit wir das schon mal haben. So, passt das schon mal. Sollen wir da hinten eine Falle hinbauen? Nee, ne? Vielleicht, wenn wir irgendwie eine Wache da hin. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst auch schon, was ich meine, Leute. Bringt mich doch nicht in Verlegenheit. Nee, das war schon richtig. So, dann machen wir hier gleich so ein Flammenwerfer-Ding hin. Oder? Mal schauen. Und so ein Broski. Ja, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ja, das gefällt mir, das gefällt mir. Also. Hier hatten wir den anderen Weg, ne? Ah, das wäre doch auch eine Idee. Der hier führt einfach nur einen Kreis. Das wäre es doch auch mal. Ich glaube, das wäre eine ganz geile Idee. Ja. Ich glaube, das mache ich so. Also hier bauen wir wieder zack, zack, zack. Zack und zack. Da habe ich jetzt schon mal die Grundidee. So, dann bauen wir hier noch einmal, machen wir ein bisschen schick. Ich glaube, das wird meine beste Base bis jetzt. Wie so ein Labyrinth. Von beiden Seiten dann falsch. Das heißt, hier hat er dann auch die Qual der Wahl. Linke Seite. Zack, und selbst wenn er hier hinkommt. Und dann hier lang geht, dann läuft er nur ein Kreis. Bam, bam, bam. Ein paar Fallen kommen dann hier rein und dann ist er wieder hier. Ich glaube, das ist geil. Ich glaube, das. Seid mal ehrlich, Leute. Ist das geil? Ich glaube, das ist geiler als geil, oder? So, hier müssen wir dann aber echt mal den eigentlichen Weg hinbauen. Weil irgendwo muss es ja auch mal gehen. Warte mal, ich würde sagen. Machen wir es jetzt am besten hier schon hoch. Könnt ihr sowas hier machen? Nee, nee, nee. Können wir nämlich gar nicht. Deswegen jetzt müssen wir schon schauen, dass es irgendwie zusammenpasst, so ein bisschen, ne? Ne, das würde auch nicht passen, ne? Ah.
nein, nein, nein. Jetzt habe ich schon ein kleines Problemchen, Leute. Würde ich eher sagen, machen wir einmal. Warte mal, hier ist der Stein. Ah, wenn die Steine hier nicht, ne? Sind leider vollkommen im Weg. Machen wir das vielleicht doch ein bisschen anders. So. Ja, jetzt würde auch wieder nicht hinhauen, ne? Oder doch hier. Ach, wir können das ja wegnehmen. Natürlich würde das hinhauen. Natürlich würde das gehen. Da hat der Ray einfach nur einen Denkfehler wieder gehabt. Aber hier ist jetzt keine Lücke oder so, oder? Dann können wir nämlich ab hier. Zack. Zack. Obwohl, ein höher sollte ja erstmal reichen. Ja. Dann haben wir auch unten unseren engen Gang. Komische Kugeln. Oder sollen wir lieber die Seite benutzen? T. Oder die hier. Was haben wir noch? Sagen. Das gefällt mir eigentlich am besten, oder? Jetzt achte ich schon hier aufs Design. Wir nehmen mal den Boden. Gefällt mir ein bisschen besser. Warte, habe ich es? Ja, ist richtig. Alles klar. Bam, 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 wir hauen hier erstmal komplett rein. So. Perfekt. So gefällt mir das. Müssen wir natürlich hier dasselbe nochmal machen. Das macht das keinen Sinn. Hier wird noch zugemacht an der Seite. Dann haben wir da auch komplett finito. Jetzt ist die Frage. Vielleicht mache ich auch noch bis hier. Ich baue hier erstmal hin. Aber wir müssen hier auch zumachen, ja. So. Dann hier oben. Und dann muss ich irgendwie mal schauen, dass ich hier auch was Cooles mit Fallen baue. So machen oder eher so. Dann vielleicht so ein Ding mal hier hin. Ja, ich glaube, das ist gut. Es geht in die richtige Richtung. So, und dann würde ich sagen, erlösen wir den mal hier von den Qualen und machen dann mal einen normalen Gang wieder. Vor langer Zeit mal wieder. Vor langer Zeit kommt dann ein normaler Weg. Oh, warte mal. Bisschen andere Gehirnstückchen. Ein normaler Weg, aber kein normaler Raum, würde ich sagen. Dann muss ich erstmal hier. Dann sollte ich hier die hier alle wegnehmen.
sonst wird das nicht so gut aussehen. So. Ich wollte schon sagen, ich kann die bauen. Ich wollte schon ausrusten. Und dann lassen wir das hier erstmal weg. So. Dann haben wir hier einen Raum. Dann bauen wir hier mal so ein paar Fallen hin. Oder so ein paar Wachen und so. Ihr wisst schon, was der gute Ray meint. So. Aber was genau ich hinbauen werde, weiß ich noch nicht. Ich werde auf jeden Fall einen größeren Raum bauen. Der Decke her, vielleicht noch einen höher. Ich mache noch einen höher. Ja, sollte passen. Jetzt habe ich hier irgendwie so hässlich hier drin, aber egal. So passt das schon. Und dann würde ich sagen, kommt nämlich hier. Jetzt habe ich leider keinen Bombenwerfer-Typ. So einer kommt hier hin. Und hier sollten definitiv ein paar Fallen hin. Warte mal, wo geht es nach oben? Warte mal, hier habe ich auch zugebaut, deswegen hier muss man auf jeden Fall. Ja, das müsste so sein. Perfekt. Das heißt, den Weg hätten wir ja auch, ne? Den Weg hätten wir schon mal. Ich würde das eigentlich gerne direkt mal testen. Warte mal, wie sieht das denn jetzt von Weitem aus? Sieht man. Oh ja. Also, wir werden die auf jeden Fall nach der Zeit, wenn wir dann Prestige kommen und so. Ich will auf jeden Fall das richtig zu einer brutalen Base machen. Weitsicht, ja gut, Weitsicht nicht. Ich brauche auf jeden Fall mal für die Rüstung. Ich würde sagen, das Rüstungsupgrade werde ich mir jetzt gleich direkt mal holen. Ja, aktivieren möchte ich noch. Ach, ich dachte schon, jetzt wird es nicht gespeichert. Ja, das ist kein Problem. Aktivieren muss jetzt noch nicht sein. Aber ich glaube, die wird cool. Ich glaube echt, die wird richtig cool. Aber ich würde da gerne noch ein bisschen anderen Kram haben. Also die Hornisse, die würde ich gerne noch ganz gerne haben. Oh, doch, Kanonenträger. Ich würde den doch machen. Warte mal, was hat der nochmal hier? Bewegungsgeschwindigkeit. Okay, Bewegung will ich jetzt eigentlich nicht. Feuerrate. Okay, das ist ganz gut. Blutrausch. Sichtweite. Ist das hier? Ne, da explodiert ja nur. Ich würde sagen, Rüstung auch ganz wichtig. So, Rüstung auf jeden Fall für den hier. Was hat er noch? Feuerrate. Lassen wir erstmal. Das sparen wir uns erstmal. Rüstung hat der. Hornisse, dann würde ich für die Hornisse noch was holen. Feuerrate, dann ist erstmal die Rüstung. Rüstung und Weitsicht eigentlich. Ah, schade. Können wir uns nicht leisten. So, was denn hier passiert in der Zeit? 7 Überfallsversuche, 5 getötete Raider. Ja, das ist ja diesmal nicht so gut. Diesmal ist nicht so gut. Oh, das sieht aber auch. Das sieht ansprechend aus. Ich würde sagen, das sieht ansprechend aus. Für Leute, die meine Base dann zu Gesicht bekommen. Vielleicht schaffen wir es in dieser Folge hier fertig zu machen, Leute. So, auf jeden Fall Hornisse. Es zählt bis jetzt sogar nur als gefährlich.
einfach mal von außen drei Hornissen einfach. Die haben leider keine Weitsicht, ne? Das muss ich auf jeden Fall noch holen. Hallo? Warum kommt der nicht rüber? Ach so, nee, dann warte mal abbrechen. Ich verstehe. Dann fliegen wir halt so, machen wir so einen Move hier. Damit der am Anfang erstmal ein bisschen abgelenkt ist, wisst ihr, was ich meine? Wir brauchen am Anfang auf jeden Fall Ablenkung. Falls der abhaut, müssen wir nämlich auch irgendwie den hier so ein bisschen verfolgen. Wir dürfen nicht direkt durch hier, Leute. Habe ich ihn vorhin abgebrochen, den einen? Den habe ich leider abgebrochen, ne? Das habe ich komplett falsch gemacht. So. Ich würde sagen, das ist schon mal ganz gut. Warte mal. Ich muss es einmal kurz testen gleich. Die hängt da an der Ecke und liegt. Warte mal. Ich teste jetzt einfach mal an sich, ja. Welche sich bewegt und welche nicht. Machen wir heute ein bisschen länger. Ab wann schießen die denn die Hornissen? Ja, die brauchen auf jeden Fall Weitsicht, ne? So, einer von oben. Hier hinten. Die habe ich falsch ausgewählt. Okay. Vielleicht machen wir das dann sogar so. Kommt hier nicht runter, ne? Wo könnte ich die denn runterschicken? Hier hinten. Das Ding ist, die kommen noch nicht rein, ne? Naja, wird schon irgendwie gut gehen, Leute. Also ich muss auf jeden Fall da hinten noch weiterbauen. Und dann müssen wir noch mehr Fallen. Aber wir sind bis jetzt gelten nur als gefährlich. Okay, so krass viel Fallen haben wir ja auch noch nicht drin, ne? Dann kommt der Kollege hier weg. Bombenwerfer. Den hätte ich hier gerne. Zack. Und direkt mal hier ein bisschen verbessern. Wenn der hier durchkommt. Ja gut. Leute, ich würde sagen, das war's auch mit dieser Folge. Wie immer, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.